Hallo liebe Trainer und Trainerinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 47, zwei für die Handelstage vom 18. bis 22.11.2019. Jetzt nochmal ausnahmsweise wieder hauptsächlich für den DAX. Kommendes Wochenende werden wir wieder auf DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken, aber da ich da aktuell immer noch im Ausland bin, ist es etwas schwierig, längere Videos hochzuladen. Somit hier nochmals in Kürze der Blick auf den DAX, der ja sehr, sehr schön seitwärts tendierend war, immer wieder im unteren Bereich die Kaufmöglichkeit bestand. Und nun aktuell die Frage besteht, wird der DAX dann eben kommende Handelswoche aus dieser Range ausbrechen? Das werden wir uns gleich mal anschauen. Bevor wir das alles tun, wie gewohnt an dieser Stelle erstmal der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal ganz kurz auf die Internetseite bzw. auf die YouTube-Seite von JFD und ich würde mich natürlich nach wie vor freuen. Ich werde das hier mal ganz kurz für euch markieren, wenn ihr hier weiterhin dem Video einen Daumen nach oben gebt bzw. natürlich das Video schaut. Fast 1000 Aufrufe am vergangenen Wochenende. Sehr, sehr schön und ich freue mich natürlich nach wie vor, wenn hier eben diese Videos geklickt werden, Daumen hochgegeben werden, wenn euch das dann eben entsprechend natürlich am Ende auch gefällt. Wir blicken mal ganz kurz auf die Headlines hier aus den Staaten. 28.000 im Dow Jones. Der S&P springt über 3.100, also wirklich sehr, sehr starke US-Märkte. Und wenn man das jetzt mal so betrachtet, ist der DAX eigentlich gar nicht so stark, denn er läuft ja bekanntermaßen seitwärts und die US-Märkte erklimmen ein Allzeithoch nach dem anderen. Und ich habe jetzt hier auch schon die ein oder andere Headline gelesen auf diversen Internetseiten, dass eben die 30.000 im Dow Jones schon durchaus als realistisch eingestuft wird und wir können gespannt sein. Auf jeden Fall sind die Märkte sehr, sehr stark am Laufen. Wenn man hier mal mit sich mit ein paar Leuten unterhält, dann ist hier auch es definitiv zumindest etwas mittelfristig betrachtet alles weiterhin long, denn die Leute sind positiv eingestellt. Es stellt sich jetzt nur die Frage, wenn alle schon positiv eingestellt sind, wer soll dann im Endeffekt noch kaufen? Diesen Gedanken haben wir schon in den letzten Wochen immer wieder mal entwickelt und man muss nach wie vor vorsichtig sein, denn dieser Fear and Greed Index, der im Endeffekt ausdrückt, ja, wie ist denn die Stimmung? Ist die Stimmung gut? Ist die Stimmung schlecht? Und er ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Wir waren vergangene Handelswoche hier schon bereits bei 91, also hatten hier den Weg in Richtung 100 schon fast geebnet. Also wir wissen mittlerweile, dass das ein sehr, sehr hohes Niveau ist und die nach wie vor die Gefahr besteht, solange der Markt weiter sauber aufwärts tendiert, keine wichtigen richtungsentscheidenden Bereiche nach unten durchstößt, ist der Markt erstmal aus der Charttechnik, von der Charttechnik her natürlich weiter long, schauen wir uns gleich an. Aber wenn dann eben wichtige Punkte, wo nicht nur ich drauf schaue, wo nicht nur ihr drauf schaut, wo sehr, sehr viele Marktteilnehmer drauf schauen, wenn diese dann mal nach unten durchstoßen werden, in den letzten Wochen der Markt sehr, sehr sauber lief, irgendwann der Punkt kommt, wo dann auch Gewinnmitnahmen mal, ja, realisiert werden oder Gewinne realisiert werden, dann ist es eben denkbar aufgrund dieses Niveaus, dass dann eben eine Gegenbewegung, eine auch teilweise charttechnisch nötige Korrektur doch mal etwas stärker vonstatten geht. Was bedeutet, arbeitet definitiv mit Stops, überlegt euch, wo steigt ihr ein, wo sichert ihr eure Gewinne ab, wo sichert ihr Einstiege ab, denn das kann mitunter relativ zügig gehen, vielleicht auch mal übers Wochenende. Jetzt aktuell gibt es noch keine Headlines, die jetzt sagen, okay, der Markt könnte am Montag irgendwie tiefer öffnen, aktuell ist das nicht so, aber das kann nach wie vor sehr, sehr schnell passieren und ab Donnerstag bin ich ja dann auch wieder im Büro und wir werden uns das Ganze natürlich im Livestream wieder live und dann entsprechend auch im Live-Trading-Room wieder anschauen und immer wieder die wichtigen richtungsentscheidenden Bereiche schlussendlich anpassen. Blicken wir mal ganz kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Hier ist es eigentlich zum einen der Mittwoch, da ist das FOMC-Protokoll aus Amerika 20 Uhr wichtig. Da geht es nochmal wieder um die Zinsen. Eigentlich ist es ja aktuell so, dass die jetzt vergangenen Zinssenkungen erstmal Geschichte sind, logischerweise, aber dass jetzt eben zukünftig, zumindest in der nahen Zukunft, die Zinsen in Amerika hier nicht weiter gesenkt werden sollen. Und wir werden mal sehen, was jetzt hier eventuell aus diesem FOMC-Protokoll noch abzulesen ist, ob hier vielleicht doch die Tendenzen sich etwas ändern. Donnerstag 13.30 Uhr, EZB-Accounts ähnlich, da kann man immer mal so ein bisschen vorsichtig sein. Die Märkte könnten aufgrund dieser
der Protokolle bzw. dieser Statements dort entsprechend etwas springen. Freitag kommt ein wenig mehr aus Deutschland, 9:30 Uhr, Einkaufsmanager-Index und Market PMI, Gesamtindex und dann eben auch aus der Eurozone Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Das ist sehr, sehr wichtig, denn hier bekanntermaßen ja, die ersten Reden. Mal gucken, wie die Tendenzen jetzt hier in der EU bezüglich der Zinsen und der Geldpolitik weitergehen und den Market PMI Gesamtindex auch nochmal um 10. Also das sind alles keine kriegsentscheidenden Wirtschaftskennzahlen oder Ereignisse, sondern man sollte ein wenig drauf schauen und eben im Endeffekt beachten, dass sich dann aufgrund dieser ja, Zahlen bzw. Protokolle der Markt mal kurzzeitig ein wenig bewegen kann. Aber die Stimmung ist nach wie vor gut und da gehen wir auch mal direkt auf den Chart. Ich ziehe nur mal ganz kurz das Zeichenwerkzeug ein wenig zur Seite. Ich habe jetzt erstmal das große Bild mir nochmal hier zurechtgelegt für den DAX und wir sehen, dass wir nach wie vor, und das ist ja, ich hatte ja ein paar DAX Long oder Shorts gemacht in der vergangenen Handelswoche und eben auch in der vorletzten Handelswoche waren wir schon in diesem Bereich. Obere Grenze 13.300, untere Grenze in etwa so 13.140, 13.150. Ich zeichne das mal ein und wir sind tatsächlich in dieser Handelswoche jetzt hier, obwohl die US-Märkte so recht stark sind. Moment, das machen wir ein bisschen dünner. Sind wir in dieser Range geblieben? Und das bedeutet natürlich zum einen, okay, der DAX ist zwar auch noch stark, denn wenn er nicht stark wäre, wäre er schon nach unten rausgebrochen. Er hält sich auf relativ hohem Niveau, aber man muss an der Stelle wirklich sagen, die US-Märkte sind ja hier wirklich schon enorm weitergelaufen. Also eigentlich, ja, hätte der DAX in der vergangenen Handelswoche schon die Allzeithochs im Bereich um die Marke 13.600 fast erklimmen müssen, wenn man mal den Blick in Richtung der US-Märkte hält. Dort waren die Wirtschaftskennzahlen sehr, sehr gut. Wir hatten hier nach wie vor eigentlich verhältnismäßig recht gute Zahlen, führte eben dazu, dass eben der S&P 3.100 überschritten hat, der Dow Jones die 28.000 überschritten hat. Also hier wirklich sehr, sehr viel Dampf hinter ist und auch die Aufwärtsbewegung charttechnisch noch viel, viel sauberer läuft, als es jetzt aktuell hier der DAX tut. Also, wir sind im DAX in dieser Seitwärtsrange geblieben, hatten ja in der vergangenen Handelswoche überlegt und besprochen, dass eben entsprechende kleinere Breakout-Trades interessant gewesen sind, dass eben auch vor allem der Kauf im unteren Bereich dieser Range in Richtung der oberen Kante, beziehungsweise hatte ich ja gesagt, dass es durchaus realistisch ist, was der DAX dann schlussendlich nicht geschafft hat, dass der Markt in Richtung 13.330 mal steigen kann, also mal so ein bisschen aus der Range oben rausgeht hier eben entsprechend, wenn man kauft, erster Zielbereich, dass der Markt in Richtung dieser oberen Grenze läuft. Zweiter Zielbereich, dass der Markt in den Bereich 13.330 durchaus realistisch laufen kann. Wie gesagt, das schaffte er nicht. Ist so ein bisschen ein Zeichen von in Anführungsstrichen Schwäche. Man muss jetzt hier wirklich beachten, wo der DAX herkommt. Ja, und wenn man hier von Schwäche spricht, dann ist das wirklich in Anführungsstriche zu setzen. Aber er ist auf diesem hohen Niveau, hat es nicht geschafft, weiter nach oben zu gehen, obwohl die US-Märkte so dermaßen stark sind. Aber wir sind nach wie vor in diesem Bereich und somit wollen wir jetzt natürlich überlegen, okay, was können wir jetzt aus diesem Bereich für die kommende Handelswoche machen? Und es ist im Endeffekt ähnlich, wie wir es quasi in den DAX Long oder Shorts besprochen haben. Wir haben nach wie vor diese untere Grenze, die da eben, wie gesagt, im Bereich 13.150, 13.140 liegt. Das sind diese ganzen Tiefs. Vor allem ist es dann eben auch nochmal zusätzlich dieser Bereich um die Marke 75. Und man kann in meinen Augen, also ich habe mir das gerade mal überlegt und ich würde es auch mal versuchen wollen, dass man den Bereich 13.175 mal zumindest fürs kurzfristige Bild, das ist das im Endeffekt, was wir, ich glaube, am Donnerstag hatten wir dann auch schon mal einen DAX Long oder Short gemacht, dass wir das erstmal als Triggermarke behalten. Wenn der Markt da drüber bleibt, ist es nach wie vor weiter Long. Wenn wir mal kurz hier drunter gehen, ähnlich wie es eben in der Vergangenheit war, und der Markt geht natürlich gleich wieder nach oben, ist das Bild weiterhin Long. Nach wie vor Chancen. Und ich denke, wenn wir weiterhin gut laufen, wenn weiterhin im Endeffekt alles positiv aussieht, die Stimmung weiter positiv ist, dann ist es zum einen denkbar, dass 13.000, ja, dass 13.300 überschritten wird, beziehungsweise dass dann eben auch der Dow Jones die 28.000 weiter nach oben überschreitet. Wie gesagt, die Stimmung ist sehr, sehr gut. Wir müssen eben wichtige charttechnische Bereiche nach unten durchstoßen, dass das umgedrehte Bild eintritt, auch in den US-Märkten. Wenn es eintritt, kann es sehr, sehr schnell vonstatten gehen.
Vor allem, weil die Volatilität nach wie vor extrem tief ist. Sie ist weiter nach unten gelaufen, sauberer Abwärtstrend in der Volatilität. Und umso länger so ein Abwärtstrend quasi in der Volatilität läuft, umso stärker ist die Gefahr, dass dann eben wirklich eine Explosion der Volatilität kommt und das dann eben schlussendlich auch zu einem, ja, doch recht starken Sell-off auf der Unterseite führt. Aber da sind wir aktuell nicht. Wir sind hier oben schon mit 13.175 für mich erstmal als richtungsentscheidend. Bleibt der DAX da drüber, weiterhin Kaufchancen, weiterhin die Möglichkeit, dass wir aus der Range nach oben rausgehen. Ich würde das Ziel jetzt hier sogar mal so ein bisschen anpassen, so den Bereich um die Marke 13.350. Jetzt ist es, entschuldigt, im Hintergrund eventuell etwas laut. Hier fährt ein Güterzug vorbei an meinem Motel mitten in den Bergen und hier sind die Güterzüge immer etwas länger. Ich habe letztens gezählt, 4 Dieselloks am Anfang, 130 Güterwaggons dahinter und dann nochmal 3 Dieselloks am Ende. Und das läuft jetzt hier wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten bei mir draußen vorbei. Also wenn es ein bisschen rauscht im Hintergrund, entschuldigt das. Zurück zum DAX. Also, Ziel hatten wir besprochen, 13.330, hatten wir so als kleines Ziel genannt. Ich würde jetzt fast sagen, es ist durchaus denkbar, dass man sich in dem nächsten Zug, also wenn der DAX nach oben ausbricht, durchaus den Zielbereich 13.350 schnappen kann. Umso länger quasi ein Markt seitwärts läuft, dann ist es nicht selten so, dass dann eben umso stärker die Reaktion ist, wenn dann der Markt mal ausbricht. Und somit würde ich jetzt hier als nächsten Zielgedanken, wenn wir jetzt zum Beispiel am Montag eben vielleicht auch wieder Opening Range Breakout uns auf der Nordseite anschauen, dass man sich dann sagt, okay, Opening Range Breakout Trigger kommt vielleicht im Bereich, ja, wo wir jetzt im Schlusskurs liegen, 13.240, vielleicht 13.250, dann hätten wir als erstes Ziel wieder die obere Kante hier oben, diese obere Kante der Sideways Range, wenn der Markt dorthin läuft, sollte so ein Trade wenigstens Break-Even abgestoppt sein, beziehungsweise könnte man hier dann eben auch die Chance in Richtung 13.350 wirklich wahrnehmen und da hat man fast 100 Punkte auf der Nordseite und wenn wir denn da drüber sind, naja, dann geht es eben auch theoretisch weiter nach oben, dann haben wir weiter ein sauberes Aufwärtsbild, müssen den richtungsentscheidenden Bereich dann entsprechend anpassen, würde ich dann wahrscheinlich, wenn wir nach oben ausbrechen, in den Schlusskursbereich jetzt hier der vergangenen Handelswoche, also so 240, 250, aber da sind wir noch nicht, wie gesagt, das ist jetzt nur der Gedanke für die kommende Handelswoche. Wenn wir aber, und das ist jetzt erstmal wieder der kurzfristige Gedanke, die 175 und dann kommt eben auch nochmal der 150er Bereich, ich würde allerdings vielleicht schon wirklich an der 170, 175 anfangen. Wir haben hier, ich schiebe das Bild mal so ein bisschen zusammen, dass wir das so ein bisschen besser sehen und ihr vielleicht auch so ein bisschen besser jetzt seht, was ich damit meine. Also, wir haben quasi dieses Unterstützungsniveau 75. Das war hier vorher ja dieser Widerstandsbereich. Ne? Da ist der Markt dann drüber gegangen und jetzt haben wir diese Zone, diese komplette Zone hier, das hatten wir auch schon in der vergangenen Handelswoche so besprochen, dass dieser Bereich, wer sich mit dem Volumenprofil ein bisschen beschäftigt, dass dieser Bereich unterstützend wirken kann und das tat er schlussendlich dann auch in dieser Handelswoche. So, der Bereich ist jetzt quasi unterstützend eigentlich mehr oder weniger abgearbeitet. Da hat jetzt eine Woche lang der Markt da drüber gehangen und jetzt haben wir hier so eine ganz leicht aufwärts laufende Trendlinie, steigende Tiefs und dieser Bereich, wenn man das eben so weiterzieht, das ist alles, läuft alles so auf diesen Bereich um die Marke im Endeffekt 175 zusammen, also diese Zone. Somit ist es für mich jetzt in der kommenden Handelswoche schon mal interessant, sollte Schwäche reinkommen, sollte der Markt unter die 75 gehen, dann habe ich quasi, Moment, ich markiere das mal, dann habe ich diesen Bereich hier schon, wo ich mal anfangen würde, auf einen Breakout nach unten vorsichtig zu setzen, also auf einen Breakout nach unten, weil der sollte dann eigentlich auch nicht unrealistisch in Richtung, wenigstens in Richtung 13.000 laufen. Wir hatten hier quasi im 13.000er Bereich sowieso psychologisch wichtige Marke, wir hatten dort einen Widerstand, wir haben diesen Bereich in der Vergangenheit des Öfteren als wichtig beachtet und vor allem hatten wir hier vorletzte Handelswoche eben aus der 13.000 eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung und wir wissen ja, dass solche Bewegungen, die wirklich in der Vergangenheit sehr, sehr sauber liefen, kaum Volumen stattfindet, also keine Widerstände, Unterstützung aufgrund des Volumens, dass solche Bereiche dann schnell mal zurückerobert werden. Und somit ist der Bereich 13.000 für mich durchaus als Abwärtspotenzial realistisch, wäre fürs übergeordnete Bild, und das ist das, was wir ja dann auch in der Vergangenheit immer schon mal eingezeichnet hatten, egal wie man jetzt hier den Aufwärtstrend einzeichnet, Moment, das sollte jetzt ein Fall werden, egal wie man den Aufwärtstrend
Aufwärtstrend jetzt schlussendlich einzeichnet. Ja, wir sind hier irgendwie aufwärts gelaufen, konsolidieren jetzt und diese Konsolidierung kann ganz locker auch 950 oder beziehungsweise sogar der 900er Bereich wäre als charttechnische Konsolidierung hier durchaus völlig im grünen Bereich, um dann gegebenenfalls aus diesem Bereich wieder nach oben zu laufen. Und da wir im Daytrading sind, im etwas kurzfristigeren Handel, schnappe ich mir ja dann eben auch die Konsolidierungsphasen, wenn es eben nach unten geht, dass ich dann eben auch mal auf der Abwärtsseite mit dabei bin für 100, 150 Punkte, um dann eben dort unten wieder Long-Gedanken schlussendlich zu entwickeln. Das so die Kerngedanken zum DAX für die kommende Handelswoche. Es hat sich nicht so viel geändert. Die Breakout-Gedanken stehen, die Long-Gedanken oberhalb der 75 stehen, die Zielbereiche auf der Oberseite stehen. Und wenn man jetzt hier als nächsten kleinen Bereich den Bereich 350 wählt, kommt das nächste Kernwiderstandsniveau im Bereich 13.417. Dann sind wir im Bereich 13.530 und dann kommt es eben der Bereich der Allzeithochs im Bereich 13.600. Das sind noch ein paar Punkte, aber ich denke, das kann der DAX schaffen. Und dann haben wir hier eben neben den US-Indizes auch im DAX neue Allzeithochs. Ganz kurz abschließend nochmal der Blick aufs WTI, denn hier sind wir in diesem Triggerbereich gewesen. Hier kam der Kaufbereich im WTI-Markt, sackte nochmal zwischenzeitlich so ein bisschen ab, sind jetzt aber hier am Steigen und ich denke, das sollte auch in der kommenden Handelswoche, zumindest charttechnisch erstmal, das hatten wir aber kurz besprochen in der vergangenen Handelswoche, damit jetzt hier nochmal ganz kurz der Blick, hier ist jetzt die Charttechnik weiter auf der Long-Seite, Breakout nach oben kam mit kurzem Luftholen nach unten, Stop-Bereiche hatten wir eh hier unten besprochen, somit hier entsprechend die Chance in Richtung in etwa so 59 bzw. 60, denke ich, in meinen Augen auch durchaus realistisch. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch erstmal noch ein wunderbares Wochenende. Würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Euch erstmal Good Trades und Mega Trading. Ich werde sehen, dass ich dann auch noch kommende Handelswoche DAX Long oder Short Videos aufnehme. Aber am Dienstag bin ich eigentlich dann ab Dienstagabend unserer Zeit dann für die nächsten 24 Stunden wieder auf der Reise in Richtung Deutschland. Und ab Donnerstag geht es dann wieder früh los mit dem Livestream DAX Long oder Short, mit dem Live-Trading Room, US Opening Bell Livestream. Und dann finden wir hier mal wieder, ich muss mich mit der Zeit dann wieder so ein bisschen beschäftigen und wieder reinkommen, aber dann geht es in gewohnter Art und Weise hier weiter. Euch Good Trades und Mega Trading, nur das Beste. Schöne Grüße aus Amerika, euer Markus Klebe. Bye, bye.